schönen guten Montag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu der Joy Zone Social. Ja, hey, heute haben wir einen sehr speziellen und coolen Gast, finde ich. Und das ist der Benny. Und er ist von Geburt an mit HIV infiziert und erzählt uns heute über sein Leben, die Diskriminierung, die er heute noch erlebt. Und dann stellen wir euch noch ganz, ganz kurz ein Projekt vor, das uns allen sehr am Herzen liegt. Darum bleibt bis zum Schluss dran. Und darum sage ich jetzt einfach noch Hallo Benny. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, gern geschehen. Und schön, dass ihr da draußen auch dabei seid. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, an Benny eure Fragen zu stellen. Darum kommt in den Chat, choice.ca/online, und dann landet eure Fragen da hinten bei mir in der Box. Und dann stellen wir die. Und das wäre doch wunderbar, wenn ihr mitmacht. Darum los. Ja. Hey Benny, wir tun ja immer so, bevor eine Sendung losgeht, schicken wir immer so ein Gastformular unseren Gästen raus, oder? Und du hast bei dir drin geschrieben, du seist Lebenskünstler. Ja. Warum? Erzähl mal. Weil ich halt einfach von Anfang an, seit Baby auf, immer musste ums Leben kämpfen, ums Überleben kämpfen. Und darum bin ich halt von mir aus ein Überlebens- und Lebenskünstler. Finde ich voll eine schöne Bezeichnung. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, gehen wir mal ganz an den Anfang deines Lebens zurück. Bist du mit HIV auf die Welt gekommen? Ja. Erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Ich bin am 18. Januar von genau 28 Jahren bin ich auf die Welt gekommen. Nochmal Gratulation, gell? Danke, danke. Auf die Welt gekommen. Zu dieser Zeit meine Mutter war ein Blattspitz, hat Drogen konsumiert und hat sich leider dort mit HIV angesteckt. Und als ich dann auf die Welt gekommen bin, haben die Ärzte noch nicht gewusst, dass man, wie man das verhindern kann und überhaupt, ob ich es überhaupt habe. Es war so, dass als ich auf die Welt gekommen bin, musste ich einen 3-monatigen Methadonentzug machen. Ich habe durch das, dass meine Mutter halt, leider nicht davon weggekommen ist, mit den Drogen aufzuhören, habe ich halt schon von Anfang an einen sehr schweren Start ins Leben gehabt. Mhm. Ich habe, wie gesagt, einen Methadonentzug machen und dann gleichzeitig hat man dann natürlich festgestellt, dass ich noch HIV-positiv bin. Ja.